Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben den Tag des Learning Gifts und ich habe mich schon in Schale geworfen. Der Vortrag ist auch schon unterwegs zu Mike. Deshalb würde ich sagen, ich gehe jetzt mal schön frühstücken, mache mich ordentlich bereit für den Tag und dann rocken wir das. Habt ihr eigentlich schon meine fantastischen Socken gesehen? Happy Socks for Life. Yeah. Dann mal frühstücken gehen. Der Umwelt zuliebe. Hängt mal wohl das Teil da dran. So, da. Ja, es war doch mal ein leckeres Frühstück. Übrigens sehr geile Baked Beans. Also ich liebe Baked Beans wirklich sehr. Und das waren, glaube ich, die besten außerhalb der Niederlande bisher. Alles klar, würde ich sagen, Sachen packen, ab in den Rucksack, noch schön die Jacke anziehen. Draußen ist nämlich saukalt, aber es scheint die Sonne. Es scheint die Sonne. Los geht's! Morgen. Gut geschlafen? Angekommen am Hermann. Musste tatsächlich nochmal nachfragen. Das ist mit der Umgehungsstraße nicht ganz so easy. Doch geklappt. Ich bin oben. Dort hinten findet es statt. Der Parkplatz. Noch ist er leer. Aber es ist ja auch eigentlich erst in einer Viertelstunde die erste Eröffnung. Und in über einer Stunde geht das los. Ich würde sagen, ich gehe mal rein. Klär das ab mit der Musik. Soll ein bisschen Musik laufen beim Vortrag. Und das muss alles noch geklärt werden. Und dann geht's los. Morgen! Hi! Ist alles gut? Ja, ha? Eingeteilt? Nein. Hier oben nicht jeder hoch. Nicht jeder? Ich auch nicht. Der Aufbau ist noch voll im Gange. Der Gerrit Osmut hier so ein bisschen rum noch. Guck mal da. Jetzt kann ich ein bisschen am Hintern rumkrabbeln, ohne dass ihn was stört. Das heißt, ich hab vorhin schon überlegt, weißt du was? Wenn man hier mal zieht. Ne? Ich würde sagen, wir gucken uns das Ganze mal hier so ein bisschen an, was die Jungs hier so treiben. Das ist übrigens Technik, André. Der mit der Note am Ohr. Hallo, ihr Bims. So, ich sage, wir gucken uns das Ganze hier mal so ein bisschen an. Vorbereitet. Hallo. Hey, willkommen. Jörg wieder, die alte Nase. Musste rein. So. So, dann gehen wir zu dem Boost Brother. Die nicht da sind. Wo sind hier, müssen wir hier jetzt aber erstmal klären, wo sind hier der Andreas? Andreas, ich dachte schon, du lässt deine Buß unbeaufsichtigt. Quatsch. Guck mal da. Guck mal, die kann ganz alleine. Ja, guck mal, machen wir mal. Können wir mal testen. Mach. Mal testen. Kannst mal. Du das? Ja, ich kann. Du musst auf den Knopf drücken. Ja. Guck mal, ja. Hier. Zeig doch das Ding erstmal hier. Guck mal hier, so, da haben wir hier so eine Buß mit Loch drin. Geiles Licht, gutes Objektiv, geile Typen mit Knopf. Ich würde sagen, guck mal her. Darf ich mal? 3, 2, 1. Ja! Nicht fest genug auf den Kopf gehauen. Den kenne ich. Ich auch, der ist geil. Geiler Typ. Die Sven? Den Fuji Sven. Ja, genau, hi. Hi. Da hängen hier die ganzen Fotos. Hier, ganz besonderes Exemplar. René Adler, wer eine Unterschrift haben will, sagt mir Bescheid. Ei, ei, ei. Lauter schöne Dinger. Die ist ja den Fokus ein bisschen mehr auf Landschaftsaufnahmen gelegt, weil man die Kamera sich ein bisschen besser ins Zimmer hängen als jetzt im Passwort. Wen? Die Landschaftsaufnahmen.
kann man sich ein bisschen besser ins Zimmer hängen als im Pascal-Kampf. Also die Mädels würden zwar lieber Pascal-Kampf sich ins Zimmer hängen, aber kann man nicht. Die Jungs halt eher die Kira. Die Jungs die Kira. Übrigens, Kira kann man auch noch erwerben. Hier. Kira kann man auch noch erwerben, ohne zensierten Nippel. In dem Sinne, ich glaube, wir machen jetzt hier mal ein bisschen weiter und dann... Ah, jetzt wird hier erst nochmal geboost. Erst nochmal geboost. Wow! Mike, heute ist es soweit, der Tag der Tage. Bist du froh, bist du glücklich? Ich bin glücklich, ja. Gut. Ich muss auch sagen, immer wieder Respekt, was er hier auf die Beine stellt. Danke. Gerne. Law and Justice! Sebastian Dolvele, Alter. Alles gut? Ja, bei dir. Perfekt, super. Mit, aber du bist ja. So, Leute, jetzt ist schon mal der Sieg hier auf. Oh, ja. Oh. Oh. Unser erster Sieger. Eventuell kennt ihn einer oder der andere. Ich freue mich heute. Er ist wieder da. Er steht gerade schon. Bin ich schon drauf? Ja, Mann. Ich dachte, ich krieg Musik. Jetzt habe ich deine Musik. Too crazy if we decided to stay forever. Decided to stay forever. Forever. Lizenzeinräumung, was gebe ich da eigentlich als Fotograf ab, welche Rechte gebe ich oder welche Rechte räume ich ein? Geleitet, also zumindest bei 500 Pix ist es so, aber ja. Trotzdem wird ja wieder, trotzdem wird ja eine Miniatur, genau, trotzdem wird ja eine Miniaturansicht. Geiler Typ, aber der aber auch. Tatsächlich Rechtsprechung, dann müsste ein Urteil, das wird man sich nochmal. Von Lithografie. Ich glaube, jetzt wissen wir schon alle. Jetzt kommt Andreas Jons. Freuen uns alle. Hey, Jons. Also, großen Applaus heute, Andreas Jons, komm her. Sneaker, alle, die geholfen haben, bitte einmal hier auf die Bühne. Weil Mike und ich, wir haben gleich auch noch was zu sagen. Wir haben ja eine Fotografin. Nee, nee, ihr dreht euch um. Ach komm, hör auf, Dennis. So, das war es also, das Lernen-GIF 2018. War sehr geil. Es gibt aber was dazu zu erzählen. Ich fahre jetzt aber erstmal zurück ins Hotel und dann gibt es ein bisschen mehr. So, endlich wieder zurück. War ein cooler Tag. Es gibt unfassbar viele Momente, wo man dachte, Alter, sind da geile Leute heute unterwegs. Unfassbar geiles Publikum. Haben tatsächlich alle bei meiner kleinen Show da mitgemacht. Und das war das, wo ich wirklich richtig viel Angst hatte, dass ich da sage, alle sollen aufstehen und keiner macht's. Und ich kann mit meinem Programm nicht richtig fortführen. Richtig geiles Event. Ich glaube, das muss erstmal sacken.